Recht herzlich willkommen zur dritten Folge von Europa Universalis 4 mit England. So, wir haben hier zwei Einheiten, die sollen mit dem Schiff fahren. Ich bin am Überlegen, können wir das noch abändern? Wir können das noch abändern, genau. Sollten wir auch tun, aber vielleicht nicht dahin, sondern da erstmal hin. Da sind 12 Armeen. Hier unten sind Kastilien, Aragon. Frankreich, wie ist denn der Kriegsstand hier? Ach, das sind viel zu viele, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Ja, lass mal gerade weiterlaufen. Mein König der Hinterhältigen von Stadt und die Frechheit, Mess als ihren Besitz. Okay, Anspruch fingiert. Ein Agenten entdeckt, von wem ist das? Brabant, okay. Ich glaube, die laufen weg, die Spanier, ne, oder? So. So, da oben kommen die hierher. Können wir anlanden? Nein, können wir nicht. Wie können wir es dann regeln? Lass mal weiterlaufen. Ugel. Wo ist denn das? Insel ist aber keiner, nein. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die hinlaufen oder nicht, ne? Die 12 Armeen kommen auf uns zu. Dann würde ich sagen, machen wir das mal so, dass wir die da einsetzen und die Flotte benutzen. Damit wir da rauskommen, weil das sieht gerade nicht gut aus. Die laufen nämlich an Jour an, die Herrschaften da. Und wir kommen nicht weg, ne? Doch, gerade so. Und die Einheit. Auch da weg. So, da hoch. Kriegen wir das hin? Ja, hat geklappt. Abbrechen. Die vereinen wir erstmal. Gehen wir dahin. Was ist da für ein An Bündnisangebot und Leinster? Die waren hier, ne? Das sind 5 Einheiten da. Puh, schwierige Frage, aber eigentlich nicht, ne? Lassen wir erstmal so weiterlaufen. Ah, die lässt er mal stehen. Die können aber gerade noch nichts machen, ne? Nein. Da kommen wir nirgendwo. Doch, da kommen wir lang. Dann fangen wir gerade die aus der Provence ab. Geht nicht. Super, hm? Da kommen 13,7 Einheiten. Ja. Kommt zurück, das hat da keinen Sinn. Jetzt müssen wir die mal gerade einen hier. Warte mal, wir haben einen Agenten entdeckt. Das ist Holland gewesen, okay. Die reiben sich da auf, die unterstützen wir mal da. Und die wollte ich jetzt hier haben. Oder mach die mal nach da und die mach mal nach da, geht das, aber dann fahren sie trotzdem so komische Strecken. Naja, egal. Und lass die mal rüberfahren. Da nur ein Transportschiff bei, oder wie sehe ich das? Naja, klappt aber. Das sieht jetzt irgendwie gerade komisch aus. So.
mal dahin. 13 Einheiten sind das. Die lasst ihr mal laufen. Warte, wir müssen mal unser Kernland gucken. Nicht, dass da irgendwo von hinten rum irgendwer kommt. Nein, läuft. Können auch ein bisschen rauszoomen, ne? Hier unten sind 18 Franzosen. 16, hier unten 30. Du glaubst es doch nicht, oder? Aber die kriegen nirgendwo anders hin, ne? Die Spanier noch dahinter, oder nicht? Ja. Vielleicht sollten wir die mal trennen. Und eine rüberschicken, ne? So, ziehen die jetzt oder ziehen die nicht? Habe ich was nicht verstanden? Geht wohl nicht, oder was? Castille ist raus. Tja, da können wir nichts anderes wählen. Wohl auf. Das Parlament hat irgendwas gemacht. Schön. Und wir sind jetzt diejenigen, die hier schlecht dastehen, ne? Weil die Spanier raus sind. Jetzt laufen die nämlich alle zurück. Und wir stehen gleich ganz schlecht da. Ja. Dann holen wir die mal zurück. Mit der Flotte, egal. Castile läuft nämlich jetzt nach Hause. Ja, ich liebe eine gute Geschichte. Oder verlieren Prestige. Ja, verlieren wir Prestige. So, die zwei Einheiten sind jetzt kaputt. Müssen wir das mal machen. Die Flotte sollten wir schon mal hier hinstellen, weil wir werden gleich aufs Festland. Oder das Festland verlassen müssen, ne? So. Die Provence eiert hier noch rum. Ach, da waren noch 23 hinter versteckt, habt ihr gesehen. Gucken, dass wir wegkommen. Wird wahrscheinlich noch nicht mal klappen, ne? 7, 14, ah ne, läuft sogar. Haben wir Glück gehabt, ne? So. Ja, was machen wir da jetzt? Gute Frage, ne? Lass mal gerade gucken, wer ist unser Gegner noch? Aragon, Frankreich, Lothringen, Neapel und Provence. Da müssten wir gucken, ob wir nicht Richtung Neapel unterwegs sein können. Transportschiffe sind 20 da. Können wir mal hier vorbeifahren, oder? Ist da noch eine Insel irgendwo? Nee, ne? Haben wir die schon besetzt? Ja, ne? Lass uns mal dahin fahren. Gucken, ob wir da noch was ändern können. Ja, die können alle. Ne, 7 Stück können nicht mitfahren, oder was? Ist ja der Hammer, oder? Okay. Margarete von Anjou. 343. Gute Frage, was wir da machen, ne? 443.
der ist zu jung. Hat aber einen guten Anspruch. Ja, dann lass sie regieren. Alles gut, oder? Gut, gucken wir, was wir in der Apfel da unten machen. Irgendwie müssen wir ja noch was erreichen, ne? Gasconi wird von der Provence besetzt. Auch schön, ne? Da. Wer ist das? Ah, okay. Okay, was ist jetzt hier los? Wir haben einen. Grün. Auch interessant, ne? Okay. Lass mal weiterfahren, gucken, was hier unten kommt oder passiert oder nicht passiert, ne? Da ist die Flotte. Gegen Burgund. Sie haben ein Embargo gegen uns verhängt. Okay. Ich weiß noch nicht, was uns da erwarten wird. Ja, lass das mal. Das ist egal. Was ist das? Auch um Embargo. Auch schön. Die gehen an Land. Was ist jetzt? Kumbria bekommt. Antenne. Und hier. Oh, schwierig. Mannstärke minus 50 lokal. Da müssen wir mal genauer gucken. Provence Handelseinfluss lokal minus 100% produzierte Handelsgüter minus 0,5 Steuerannahmen lokal minus 50 Influenza. Wo ist Cumbria? Cumbria wäre hier irgendwo, ne? Eigentlich, oder? Ne, Kantabrien. Müssen wir mal suchen, ne? Da ist es. Das ist da oben. Also, da ist die Influenza ausgebrochen. Na, dann lass das mal besser machen. Wer ist das denn hier? Oh, die Franzosen haben noch einen weiteren Krieg hier. Gut. Was steht da? Ein Embargo auch noch. Gut, weiterlaufen lassen. Gucken, dass wir hier Kalabrien. Was ist das? Mein König Alencon wird von Provence besetzt. Ja, schön. Jetzt holen die noch die anderen, ne? Lass sie mal ruhig machen. Okay, wir haben ganz viele Kriegsgründe, wie man sieht. Okay. Dann ziehen wir mal weiter hier. Wenn wir Neapel jetzt ein bisschen schwächen, dann können wir da unten irgendwie auch noch was handeln vielleicht. Provence kommt da nicht wirklich rein, oder? Die wollen nicht oder wollen doch? Jetzt haben wir die. Hm?
ne? Die trauen sich nicht, die. Oh, nee. Okay. Schauen wir mal. Lass mal gerade gucken. Haben sie schon aufgenommen, die Leute? Nein. Die würde ich lieber. Geht nicht da anlanden, ne? Da auch nicht. Geht nur da dann, okay. Dann ist es so. Haben wir auch geschafft. Dann darüber. Okay. Oder ne, lasse da, lasse da. Neapel versucht gerade wieder frei zu werden. Wir müssen gucken, dass wir nicht verpassen, wenn unsere Schiffe kommen, ne? Die sind schon da unten. Ne, können da stehen bleiben. So. Da kommt ein Friedensangebot. England wird gezwungen sein, Aragon 10% der Einnahmen ab Kriegsrüber zu zahlen. Dies wird für 10 Jahre England bedeutende Inflation für Aragon. Minting. Tja, wir verlieren 2 Prestige. Akzeptieren oder ablehnen. Momentan haben wir Blödsinn gemacht, sozusagen, ne? Und wir verlieren nur ein bisschen Geld. Ich glaube, das müssen wir akzeptieren, weil wir einiges falsch gemacht haben. Wohl auf. Ja, lassen wir so. Wir müssen unsere Leute dann wieder wegkriegen. Geht gerade nicht, weil die Flotte unterwegs ist. Lass mal weiterlaufen. Kriegen wir die hier irgendwo hin? Ja, geht auch. Dann laufen sie über Land. Und diese Flotte hier unten, wo ist sie? Kriegen wir die noch? Ja. Bringen die mal wieder dahin. Gut. Also Nevis hier, ne? Oder wer ist das? Die ziehen jetzt gerade mal durch, ne? Und wer ist das da noch? Okay, unsere Flotte, große Zermürbung. Ja. Lass die mal nicht da oben hinfahren, sondern da. Das ist vielleicht besser, das ist näher. So. Exil, gut, läuft. Da geht's aber richtig zur Sache gerade, oder? ja, lass die mal da anlanden. Passt. Da ist schon einer drunter und wir können die ein. Und da wird sie auch unterhalten. Passt. Gut, was passiert jetzt gerade hier mit Frankreich? Verbündet mit Schottland. Waffenstillstand, Säuerung, Bronze. Okay, wir können nicht, wir haben Waffenstillstand. Aber da geht richtig gerade was ab, oder? Gut, das bedeutet, wir sind für diese Folge erstmal raus. Wir werden gucken, dass wir hier dann weitermachen. Das macht dann Sinn. Gucken, was hier passiert, weiß ich nicht. Es ist ja schon ziemlich rot. Das müsste Burgund dann sein, oder? Besetzt durch Burgund, genau. Also das ist ordentlich, was da passiert, ne? Ja, müssen wir mal schauen. Okay, dann würde ich aber sagen, gucken wir uns das gerade noch an. So ein bisschen. Er hat uns Kardinalminister. Okay, und hier haben wir erhalte 10 Prestige und da Stabilitätskosten minus 5%, Missionsstärke plus 1, Toleranz, wahrer Glaube plus 1, Toleranz Heretiker minus 2. Papsteinfluss jährlich plus 0,5.
Tja, und wo Prestige? Prestige ist jetzt hier, ne? 6. Ich mach das. Gut. Das war's dann. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.